Herzlich willkommen bei diesem neuen Video zum Thema Bildgestaltung. Und Sie sehen, ich habe mir so einen kleinen Spickzettel bereitgelegt, weil es doch sehr viel ist, was ich heute ansprechen möchte. Wenn auch nicht sehr ausführlich, aber ich möchte mal das Thema Bildgestaltung und Rezepte für Bildgestaltung ein bisschen mehr unter die Lupe nehmen. Stellen wir uns mal vor, wir sind ein Koch und wir kochen schöne Bilder. Was soll das jetzt? Wie kann man das jetzt vergleichen? Ich denke, das ist ein sehr guter Vergleich, weil ein gutes Bild ist wie ein gutes Gericht. Es ist fein abgeschmeckt, hat eine klare Aussage, einen klaren Geschmack und man möchte es immer wieder sehen bzw. probieren. Also sind da durchaus Parallelen. Und deswegen denke ich, kann man schon von einer Art Rezept sprechen, wenn man gute Bilder machen möchte. Das Rezept alleine ist aber nicht das, was allseligmachend ist, weil Rezepte führen ja eigentlich mehr oder weniger dazu, dass die Bilder sich immer wiederholen. Wenn ich das Rezept hundertprozentig reproduziere, habe ich auch immer das gleiche Ergebnis. Wir müssen noch einen Schritt zurückgehen. Ein guter Koch, ein kreativer Koch, der immer wieder was Neues ausprobiert, der beginnt nicht bei den Rezepten, sondern der beginnt bei den Zutaten. Und da ist jetzt der wichtige Stichpunkt, auf den ich eingehen möchte, die Zutaten. Das heißt, wer ein Rezept erstellen möchte für sich, wer also etwas Besonderes erschaffen möchte, der muss die Zutaten kennen. Ja, also ich kann ja nicht sagen, keine Ahnung, was in diesen ganzen Dosen drin ist, ich kipp's mal zusammen und es wird schon was Witziges bei rauskommen, oder ich weiß jetzt nicht, ob das Salz oder Zucker war, es war auf jeden Fall weiß und ich habe es mal reingeschüttet. Also Sie sollten die Zutaten kennen. Und da will ich jetzt mal so einen ganz groben Überblick geben, was sind denn in der Fotografie die Zutaten, die zu einem guten Bild führen. Und das ist das, wo man sich auskennen muss, um souverän zu arbeiten. Ich will jetzt mal ein paar ansprechen, das ist jetzt kein Anspruch auf Vollständigkeit, und will mal zeigen, was es alles gibt, was man nutzen kann, um ein schönes Rezept zusammenzustellen, also ein schönes Bild zu erstellen. Fangen wir einfach mal an. Es gibt ganz grundsätzlich mal die Entscheidung Farbe oder Schwarz-Weiß. Ja? Verwende ich Farbe für mein Bild, verwende ich Schwarz-Weiß für mein Bild? Das ist keine Frage des Zufalls oder machen wir mal heute, weil Montag ist Schwarz-Weiß, sondern die Frage ist, Farbe für mein Bild wichtig? Gibt sie meinem Bild eine Aussage, die ich brauche? Wenn nicht, ist es vielleicht in Schwarz-Weiß schöner, weil die Farbe nicht stört. Ja? Also die Entscheidung Farbe Schwarz-Weiß hängt ganz arg mit dem Inhalt zusammen. Die Farbe selber, wenn ich mich für Farbe entschieden habe, hat wieder viele Unterkategorien. Zum Beispiel, ich kann sagen, ich benutze die Farbe als Grundfarbe im Bild, zu der ich zum Beispiel eine Komplementärfarbe, also einen Farbakzent setze. Also nehmen wir mal an, ich habe ein grünes Bild und einen roten Punkt oder ein rotes Element drin. Dann habe ich sofort einen Akzent auf diesen Punkt im Bild gesetzt. Schwarz-Weiß hat auch viele Facetten. Schwarz-Weiß arbeitet mit Kontrast, mit Graustufen und Schwarz-Weiß lebt davon, feine Details zu zeigen, feine Strukturen zu zeigen, verschiedene Fokus, den Fokus auf etwas zu setzen, was eben nichts mit Farbe zu tun hat. Also wenn die Farbe keine Rolle spielt, dann gehe ich auf Schwarz-Weiß und dann habe ich wieder andere Eigenschaften, die ich prüfen muss. Es gibt so Sachen wie das Bildformat. Das ist auch so eine Zutat. Ich entscheide mich zum Beispiel für das Hoch- oder für das Querformat. Ich kann mich auch entscheiden, ein quadratisches Format zu benutzen. Ich kann mich für ein Panoramabild entscheiden. Und ich habe jedes Mal eine andere Bilddynamik, eine andere Spannung im Bild und kann das Bild dadurch stark beeinflussen. Dann gibt es den Bildaufbau. Der Bildaufbau, das ist, wie gestalte ich die Flächen innerhalb meines Begrenzungsrahmens. Der Begrenzungsrahmen ist also das Bildformat. Ich kann das Bild im goldenen Schnitt, im goldenen Dreieck oder in der goldenen Spirale gestalten. Ganz wichtig ist auch, wenn ich einen Horizont habe, wo ist der Horizont im Bild? Das ist ganz wichtig für die Bildaussage. Und natürlich die Diagonalen. Diagonalen sind ganz wichtige Elemente im Bild,
weil sie führen eine Spannung nach oben oder nach unten und können so die Aussage ganz stark verändern. Die nächste Zutat für unsere Bilder: Schärfe, Unschärfe, Schärfentiefe. Ist jetzt witzig, weil das passt ja sogar direkt zum Kochen. Da gibt es auch Schärfe und Unschärfe. Aber bei uns ist natürlich die Schärfe durch Fokussierung gemeint. Und ich kann, weiß ja jeder, ich kann durch Schärfe und Unschärfe Vordergrund und Hintergrund voneinander trennen. Ich kann Bilder ganz unscharf machen oder ganz scharf machen. Ich habe immer komplett andere Aussagen. Die Tiefenschärfe ist ein ganz wichtiges Element für die Bildgestaltung und so weiter. Dann gibt es Fixpunkte im Bild. Ein Bild besteht immer aus Elementen. Nehmen wir mal an, ich habe drei Personen, 1, 2, 3. Das sind meine Fixpunkte. Und jetzt kommt es darauf an, wie verbinden sich diese Fixpunkte? Schauen die zueinander, schauen die voneinander weg? Bilden die eine Gruppe? Gibt es Spannungslinien und so weiter? Also Fixpunkte, Punkte, die wichtig im Bild sind und die verbunden zum Beispiel ein Dreieck bilden oder eine Linie oder ein Viereck und so weiter. Da kann man auch sehr viel aus der klassischen Malerei lernen. Ein nächster Aspekt oder eine Zutat zu einem guten Bild ist die Frage, arbeite ich mit Flächen oder Details oder wie kombiniere ich die? Ja, Flächen können sein riesige, große Wiesen. Da drin steht ein Element, ein Baum, eine Blume, da steht ein Auto. Oder ich kombiniere Linien mit Flächen und kann so auch ganz stark Einfluss nehmen auf mein Bild. Und das muss ja nicht mal das Hauptelement sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Porträt fotografiere und im Hintergrund erstreckt sich ein riesiges Feld, dann ist die Frage, wo sind die Linien? Wo ist der Horizont? Wo sind Bäume? Stehen die genau hinter mir und gucken aus dem Kopf raus? Steht der Baum im goldenen Schnitt und so weiter? Also Linien und Flächen teilen das Bild auf und ergeben die richtige Bildspannung, die richtige Bildaussage. Inhaltliche Kontraste. Also es geht nicht nur um das Äußerliche, es geht auch um den Inhalt. Inhaltliche Kontraste kann ich setzen, indem ich Sachen in ein Bild kombiniere, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Feuer, Wasser, Mann, Frau, alles Mögliche. Ich kann Sachen zusammenbauen, Kälte, Wärme, Schnee, Feuer und kann die inhaltlich so kombinieren, dass sie eine neue Aussage ergeben. Also es ist wichtig, was ich inhaltlich in ein Bild reinsetze und vor allen Dingen auch, was ich nicht reinsetze. Das ist ganz wichtig, weil alles, was in einem Bild vorkommt, wird vom Betrachter interpretiert. Ja, ich kann zum Beispiel auch nicht sagen, ich tue jetzt Maggi in die Suppe, aber bitte schmecken Sie ein bisschen daneben, das müssen Sie jetzt nicht merken, das wollte ich nicht, also es geht nicht. Wenn Maggi in der Suppe ist, dann ist Maggi drin und wenn Sie irgendein Element drin haben, was Sie nicht haben wollten, dann ist es halt drin. Es gibt noch viele andere Zutaten, zum Beispiel die Perspektive. Perspektive, das sind Fluchtlinien, da gehört auch der Horizont dazu. Fotografiere ich aus der Froschperspektive, aus der Vogelperspektive, ich habe immer komplett neue Bildaussagen, dann gibt es eine Zutat, die ich besonders gerne mag, das ist die Bewegung. Wie fange ich Bewegung ein? Friere ich sie ein? Verwische ich Bewegungen? Also auch da kann ich einem Bild Dynamik, inhaltliche und grafische Aussage geben. Wir sind noch lange nicht fertig. Wir haben den Bildlook. Ein Bildlook ist eine Bildbearbeitung, die zum Beispiel aussieht wie ein altes Gemälde, wie eine schwarz-weiße Daguerreotypie, also ein Bild aus dem 19. Jahrhundert. Oder wie eine Retroaufnahme aus den 50ern. Also ich gebe dem Bild einen Look, der einen Inhalt simuliert, den ich haben möchte. Über Farbe, über Struktur, über Verblassung und so weiter. Zu guter Letzt gibt es noch ein Stilelement, das man verwenden kann, aber nicht verwenden muss. Das ist die Collage, die Komposition und die Zusammenstellung. Man kann natürlich Bilder auch montieren. Ich kann neue Bilder erschaffen, kann sie zusammensetzen und kann daraus auch ganz surreale Sachen erzeugen, die man so gar nicht fotografieren könnte. Das wäre jetzt eine ganz extreme Geschichte, aber natürlich auch, ist erlaubt, kann man machen, ist ein Stilmittel. Ich bin sicher, ich habe noch sehr viel vergessen, aber was ich Ihnen zeigen wollte, ist, glaube ich, kommt ganz gut rüber, nämlich, man muss die Zutaten zu einem guten Bild kennen
um sie zu verwenden oder auch, und das ist ganz wichtig, nicht zu verwenden. Es ist ja auch nicht so, dass ein Chefkoch alles, was er in der Küche hat, in einen Topf schmeißt, damit es besonders gut schmeckt, sondern er nimmt ja nur bestimmte Sachen, lässt den Rest weg. Also dieses Weglassen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt in der Fotografie. Verwenden, was ich brauche, nicht verwenden, was ich nicht brauche, also weglassen. Ganz viele Ähnlichkeiten. Sie sehen, man kann Parallelen ziehen und man kann auch sehr viel durch Beobachtung lernen. Also wenn Sie in eine Ausstellung gehen, schauen Sie sich die Bilder an, überlegen Sie, wenn Ihnen ein Bild besonders gut gefällt, warum gefällt mir das gut? Sind das die Farben? Ist da irgendwie eine Diagonale oder liegt der Horizont ganz spannend? Achten Sie zum Beispiel mal bei Renaissance-Porträts darauf, da ist der Horizont immer zwischen Kopf und Körper. Der Kopf ist vor dem Himmel, der Körper vor der Erde, also Geist und Körper. Solche Sachen können ein Bild ausmachen und ja, Sie müssen sich selber schulen, Sie müssen sich damit beschäftigen und die einzelnen Schritte und die einzelnen Tools, die wir jetzt hier besprochen haben, die werden natürlich ausführlich in unserer Schule behandelt und da kann man sich dann dran üben und dann ist man souverän und kann schmackhafte Bilder erzeugen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen guten Appetit und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Rüdiger Schestag.